Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video möchte ich gerne nochmal Fiyaro in der Superliga spielen. Das Ding habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr ausgepackt und heute wird es wieder gezockt. Falls ich in diesem Video ein wenig müde klinge, dann liegt es daran, dass ich den ganzen Tag am See war. Die ganze Zeit am Schwimmen gewesen und was man halt so am See macht, ne? Von daher, ja, easy, aber ich bin halt total erschöpft. Mega kaputt und dennoch jetzt hier nochmal fix das Video aufnehmen, bearbeiten und dann wahrscheinlich schon hinlegen. Ja, egal. Das wollte ich einfach nur dazu mal erwähnt haben. Fiyaro kombiniere ich mit Doppelwasser. Und ja, ein bisschen Spice ist auch bei. Ich weiß, dass das ganze Team eine Schwäche gegen Elektro hat. Ja, ist mir bewusst, aber ich wollte es einfach machen. Einfach ausprobieren. So eine kleine Challenge sollte doch immer dabei sein. Ich habe erst überlegt, das mit Sumpex zu kombinieren, anstelle von Apokalyp. Da hätte ich halt diese Elektroschwäche nicht, da ich dort ja den Bodentypen habe. Aber ich habe mich dafür entschieden. Ich bin gespannt. Vielleicht läuft es, vielleicht geht es mächtig den Bach herunter. Eventuell besteht ja auch die Möglichkeit, dass wir jetzt durchgehend Elektro-Pokémon haben. Wer weiß es schon. Falls du zu Pokémon Go nichts mehr verpassen möchtest und dir so ein Content gefällt, würde ich mich mega darüber freuen, wenn du ein Abo da lassen könntest. Und wir gehen mit in diesem elektroschwachen Team in das Set. Let's go. Es ist schon ziemlich spicy, denke ich. Ich glaube schon. Ja, so ein Voltula ist machbar. Ist aber doof, ne? Erstmal gucken, wie das hier mit diesem Spicy Team aussieht. Das ist schon. Ja, das geht. Das geht. Wir müssen halt schauen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier so ein paar nervige Pokémon bekommen. Da ich mit meinem Asu kein Problem habe, gegen dich zu kämpfen, werde ich hier auch erstmal drin bleiben. Wenn das der Schmarotzer ist, ist das in Ordnung. Das macht Schaden, das stört mich aber nicht. Wir machen noch ein paar Sofortattacken, setzen jetzt entspannt hier im Gleichstand ein. Entweder, mein Freund, besiege ich dich oder ich bin der, der den ersten Schild erhält. Und ich bekomme den ersten Schild. Meine Verteidigung sinkt stark. Ist aber in Ordnung. Ich lasse es jetzt hier einfach mal durch. Das ist nämlich nur ein Steigerungshieb. Wir verlassen diesen Kampf hier aber nochmal mit Energie. Ich denke, dass das schon ziemlich wichtig ist. Dass wir das rausgelockt bekommen, finde ich jetzt tatsächlich gar nicht so tragisch. Und einen Moment mal. Es könnte durchaus möglich sein, dass da hinten noch ein Vulnona wartet. Oder auch selbst nochmal ein Asu. Ich weiß es nicht. Wie spielt er das? Ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er ködert, weil er mich vielleicht mit einem Blubstrahl abschwächen möchte? Oder ist das tatsächlich ein Spukball? Es ist der Spukball, was aber jetzt nicht unbedingt tragisch ist, denn wir erreichen diesen Move hier, diese Ladeattacke vor dem Gegner. Das ist schon ziemlich gut. Okay, ich kann, wenn ich möchte, tatsächlich runterfarmen. Ich werde das jetzt durchlassen. Eventuell ködert der Gegner jetzt und möchte mich einfach nur nochmal abschwächen, um ein Schild zu bekommen. Dieser Gegner ist nicht so. Alles klar, dann gehen wir hier fast mit einer Ladeattacke raus. Ich hoffe, dass das hier kein. Boah. Ist das nochmal ein Spukball? Das wäre echt übel gewesen, ne? So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Da kommt auch direkt der Himmelsfeger. Okay, dann hätte ich dich schon vorher abschwächen müssen. Ich habe nicht gedacht, dass du direkt hier reinkommst. Okay. Ich habe eher damit gerechnet, dass du vielleicht versuchst, over zu farmen. Hast du leider nicht. Ist aber in Ordnung. Du bist auch bei Null Energie. Das heißt, 1, 2, jetzt bist du bei 3. 3 Attacken hast du. Das hier könnte ein Köder sein. Von mir ist es aber nicht. Ah, der Schaden ist fett. So. 4, 5, 6. Das waren 6 Sofortattacken. Das wiederum bedeutet, das hier kann in Anführungszeichen nur
der Himmelsfeger sein. 7, 8, 9, 10. Jetzt hättest du noch einen Move. Ich werde das hier jetzt einsetzen und mal schauen. Meine Pokémon, oha, dass ich hier nochmal ein Schild bekomme, hätte ich natürlich nicht mehr gedacht. Ehrlich gesagt nicht. Es wird dann doch noch schwer für mich, ne? Ah, miesen. Richtig uncool. Ich muss jetzt hier raus. Ich hole zur Attacke aus. Das muss ich jetzt auch leider schilden. Aber weil ich zur Attacke ausgeholt habe, kann ich hier den Move einsetzen. Und ich hoffe, dass das ausreicht. Du hast deine Schwächung wieder rückgängig gemacht. Wenn dich das besiegt, machen meine Sofortattacken jetzt mehr Schaden. Und dann kommt hier eine mächtige... Oh, du setzt direkt ein. Es wird trotzdem extrem schwer. Ich weiß nicht, ob ich das noch hinbekomme. Ah, es ist nicht gut. Ich glaube, du besiegst Asu auch, ne? Ich brauche da eine Attacke. Nein! Nein, 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 nein! Das war doch so ein schöner Kampf. Der Wechsel war doof, ne? Ich hätte da nicht unbedingt rausgehen müssen. Ich hätte mich runterfarmen lassen sollen, weil dann hätte ich später die Möglichkeit gehabt, Attacken abzufangen. Das war nicht optimal gespielt, ist aber in Ordnung. Spaß gemacht hat dieser Kampf trotzdem. Es war auch eine sehr knappe Kiste. Ja, stimmt. Das Panzer Eron ist mit einer Menge Energie rausgegangen, ne? Ja, das habe ich vergessen. Da habe ich nicht mehr so dran gedacht. Asu ist jetzt nicht optimal. Man könnte versuchen, einen Move abzufangen. Du bist bei 1, 2, 3, 4, 5, ah, okay. Du setzt ein, das wiederum bedeutet, das hier kann nie im Leben ein Gleichstand sein. Weshalb ich jetzt entspannt in mein eigenes Asu reingehe. Denn da habe ich den Eisstrahl drauf, falls da jetzt potenziell ein Pflanzen-Pokémon angelockt wird durch diesen Wechsel. Wenn da jetzt ein Volterus kommt, ist er ein bisschen doof, denn ich habe keine Hydropumpe mit. Mal schauen. Du bleibst erstmal drin. 1, 2, den Gleichstand, den gewinne ich scheinbar, was okay ist. Das heißt, ich kann hier Damage drauf bekommen auf dein Pokémon und danach runterfarmen, wenn du es durchlässt, weil danach, du schaffst nicht noch einen Move. Du kannst mir den Knuddler drücken und dann rauswechseln, weil ich dich sonst runterfarmen würde. Was machst du, mein Freund? Bitte bleib drin. Au, 1, 2, 3, 4. Ah, uncool. Ehrlich gesagt, das war uncool. Ich setze den Move ein, denn er würde einen Knuddler eh nicht tolerieren. Von daher ist das ein Schild und ich erhoffe mir, dass ich danach noch eine Attacke schaffe. Dem ist nicht so. Ich lasse mich jetzt draufgehen. Was ist dein letztes Pokémon? Ah, ich muss raus. Ne? Ich darf mich jetzt auch nicht runterfarmen lassen. Das wäre fatal, wirklich. Das kann man in der Situation nicht mehr bringen. Ich werde leider selbstverständlich schilden müssen und du hast dann immer noch die Möglichkeit abzufangen. Tust du es? Bitte tu es nicht. Du holst zur Sofortattacke aus, das heißt, du kommst hier erstmal nicht weg. Wartet da hinten, was kann da hinten auf mich warten? Oha! Bitte kein Move mehr, tatsächlich noch einer. Ich bin aber massiv gesteigert, ne? Also einmal konnte ich mich schon steigern und ich bin kurz davor, die nächste Attacke zu erreichen. Weshalb ich hier doch nochmal reinschilden möchte. Deine letzten Pokémon sind was? Das Asu kriege ich potenziell gefarmt. Ja, 1, 2. Ja, das dürfte nichts mehr erreichen, oder? Perfekt, dein letztes Pokémon ist ein. Ist ein? Oh, ein Knogger. Knogger mit Bürde. Interessant, interessant. Du schildest. Du bist jetzt bei... Ah, ich muss raus und ich habe das nicht gut gemacht. Das war schon wieder eine extrem schlechte Entscheidung von mir. Ich hoffe, dass ich einen Schattenknochen überlebe. Ich hätte früher rausgehen müssen. Ah, das war nicht durchdacht. Wirklich nicht. Ich schaffe aber einen Spukball, oder? Von daher konnte ich mich hier trotzdem nochmal retten. Spukball ist der stärkere Move, der auch mehr Schaden verursacht im Vergleich zu so einem Schattenknochen. Das hätte nochmal ordentlich in die Hose gehen können, ne? Ich hätte früher sehen müssen, dass ich keine zweite Attacke mehr schaffe und hätte auch direkt wechseln müssen. So habe ich dem Gegner die Möglichkeit gegeben, mit seinem Knogger bei Fiaro noch ein bisschen mehr Energie zu holen, was im Endeffekt nicht klug ist.
Hätte ich mich komplett farmen lassen, hätte er vielleicht nochmal eine Attacke geschafft. Von daher, entweder, oder man muss halt früher sehen, ob man da eine Attacke schafft oder nicht. Ah, ich habe Asu hinten, ne, weshalb ich das schon ausspielen würde. Das würde mir schon gut gefallen. Und ich kann natürlich einen Giftzahn durchlassen. Das ist jetzt nicht das Problem. Danach wirst du mich halt leider runterfarmen können. Das muss ich aber auch hinnehmen. Ich habe die Befürchtung, dass da hinten, obwohl, vielleicht ist das auch keine Befürchtung, vielleicht bist du Doppelunnicht. Wenn du Doppelunnicht hinten hast, kann mein Asu dagegen ankommen und Apokalyp darf gleich hier in den Ring. Das ist der Plan. Ja, du hast jetzt hier ordentlich Druck gemacht. Richtig Welle geschoben. So, da kommt der erste Move. Sind das direkt die Erdkräfte? Dann gehe ich Richtung Hälfte KP. Ja, das sind die. Und Hälfte KP, Hälfte der KP, genau. So. Ah, Schlurp, interessant. Das ist aufgrund von diesem nervigen, wirklich nervigen Move dieser Blattgeisel ein sehr mieses Matchup für mich. Gehst du da drauf? Okay, du köderst nicht. Das respektiere ich, das gefällt mir. Ich muss trotzdem ein wenig die Zeit runterspielen, damit ich, wenn dieses Nidoqueen nach diesem Kampf hier wieder reinkommt, auch rauswechseln kann. Ja, das könnte knifflig werden. Tatsächlich sogar. Wie werde ich dich denn am besten los? Ich weiß es noch nicht. Ich erreiche den Move leider nicht vor dir. Und selbstverständlich hast du deinen nächsten Body Slam, bevor ich meine Attacke habe. Was nicht unbedingt cool ist. Da ich aber auch doppelschwach gegen Pflanze hinten bin, ist so ein Schlurp selbstverständlich nicht gerade cool. Ganz im Gegenteil. Aber was mache ich da am besten? Jetzt raus und einen Body Slam abfangen. Ah, das wär's gewesen. Gelingt mir leider nicht. Ist das noch eine Blattgeisel? Wenn ja, dann nehme ich die, weil dann ist der Kampf eh durch. Dann ist der Kampf eh durch. Ja, alles klar. Das hat sich leider erledigt, meine Freunde. Ja, ja, jetzt kommt Nidoqueen und das wird nichts mehr. Schade, sehr, sehr ärgerlich. Ich hätte gerne dein drittes Pokémon gesehen. Schlurp, Nidoqueen ist auch eine sehr, sehr coole Kombination, die ich auch schon das ein oder andere Mal gespielt habe und die mir auch gut gefallen hat. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, womit ich das als letztes kombiniert habe. Volnona. Führung ist gut, wenn du Charm hast. Pulverschnee kann es knifflig werden, aber Charm ist in Ordnung. Zubiris kommt rein. Dann holt man sich hier, glaube ich, ein bisschen Energie und versucht abzufangen. Das gelingt mir nicht. Schade, ist aber auch nicht unbedingt tragisch. Ich weiß, dass ich eine Attacke von dir durchaus gut überleben kann. Von daher kann man die Rückkehr da nehmen. So, jetzt haben wir trotzdem noch die Möglichkeit, hier ordentlich zurückzuschlagen. Ich bin nur gespannt. Ich hätte auch ködern können, weil ich hier schon fast mit einem Schild rechne. Ich hätte auch bei Fiaro einmal einsetzen können, um da schon ein Schild zu erzwingen. Es wird knifflig für mich, meine Freunde. Tatsächlich. Wenn das ein Schmarotzer ist, überlebe ich den. Wenn das keiner ist, ja, dann nehme ich das. Das ist einer und ich würde sogar noch einen Eisstrahl schaffen, oder? Natürlich kommt da der Eisstrahl, wir können aber auch den Knuddler einsetzen. So, ist in Ordnung. Ich kann ebenfalls einsetzen und bekomme dann trotzdem noch den Wechsel. Es sei denn, der Kumpel opfert zwei Schilde, was ich auch durchaus begrüßen würde. Ich bin gespannt, wofür er sich entscheidet. Zeig mal her, mein Freund, du hättest auch einmal auf Rückkehr gehen können. So, den Wechsel habe ich. Ein Charme. Möchte ich direkt einsetzen? Das war ja irgendwo klar, dass du einsetzt, ne? Aber ich steigere mich jetzt hier auf. Das ist nicht schlimm, was hier gerade passiert, wirklich nicht. Jetzt machen die Attacken mehr und wir versuchen jetzt hier einen Move abzufangen. Gelingt mir leider nicht, weshalb wir uns hier in dieser nervigen Situation befinden. So, ich würde ganz gerne die erste Attacke einmal schilden, weil ich hier durchaus erhoffe. Das ist ein Erdbeben, es bitte köder nicht. Das ist das Erdbeben, was mir sehr, sehr gut gefällt. Das heißt, wir können problemlos hier einen Blubstrahl einsetzen und unsere nächsten Attacken danach, die machen weniger Schaden, weil wir den Angriff des Gegners schwächen. Was mir natürlich gut gefällt. Das ist was für eine Attacke. Ich hole mir jetzt mehr Energie, als ich benötige. Wenn das ein Erdbeben ist, würde ich das begrüßen, weil dann bist du nahezu energielos. Das ist perfekt. Jetzt können wir uns ein bisschen mehr holen, setzen jetzt ein,
Dieser Schaden könnte eventuell schon ausreichen. Ich stelle mir aber durchaus vor, dass du das hier vielleicht sogar schildest. Tust du nicht? Okay. Dann schwächen wir dich jetzt hier auch einfach mal problemlos ab. Wir haben drüben schon eine Menge Energie, oder? Würde ich mal so behaupten. Zack, dann machen wir das so. Setzen hier auch direkt ein. Das hier bekommt dein Schild. Meine Sofortattacken danach, die werden guten Schaden verursachen. Die Frage... Ah, okay. Du lässt es einfach durch. Reicht das jetzt schon aus? Nein, es reicht noch nicht. Okay, diesen Metrologen müsste ich aber allerdings auch noch überleben. Von daher kommt danach der Einäscherungsschaden bei dir an und der sollte dich besiegen. Jo, perfekt. Interessant. Vielleicht ist das Team jetzt nicht unbedingt so schlecht, aber es hat halt dicke Schwächen, ne? Das habe ich euch ja schon am Anfang gesagt. Das war ja auch die Challenge hinter diesem Team. Ja, aktuell ist irgendwie noch kein Legend-Push in Sicht. Ich komme mit Teams auf 2900, 2930. Einmal war ich bei 2400, boah. Ich müsste jetzt lügen, ich weiß es nicht mehr genau. 2943, ich bin mir nicht sicher. Aber mehr war da leider noch nicht drin. Von daher ist da der Legend Push irgendwie noch nicht in Sicht, also können wir hier auch ein bisschen spiciger agieren. Ich möchte natürlich nicht mit den Punkten zu weit wieder runterfallen. Falls ich dann mal ein Team finde, mit dem das sehr, sehr gut klappt. Ich muss mal schauen. Ich gehe jetzt hier als Safe wieder in Asu. Ja, meine Attacken werden resistiert, die Sofortattacken. Ist aber okay. Wir wollen ja nur was rauslocken. Wir haben nun mal den Eisstrahl, der mir in dieser Situation schon behilflich ist. Ich kann den durchlassen, mit Eisstrahl hoffentlich ein Schild bekommen und danach wäre halt geil, wenn ich noch eine Attacke schaffe. Wenn abzusehen ist, dass ich noch einen Eisstrahl schaffe, ist mir das tatsächlich auch ein Schild wert. Denn wir haben hier auch schon bekommen und danach könnte ich potenziell, ah, das wird glaube ich nichts, ne? Erfarmt perfekt, oder? Ja, erfarmt perfekt. Blind in Apokalyp, weil ich hoffe, dass er auf Giftzahn geht. Schwierige Kiste. Er setzt nicht direkt ein, was er natürlich klug gemacht hat. Ihr wisst alle, was passiert. Er hat so getan, als würde er es ködern und er setzt... Oh, okay. Ich habe gedacht, weil er sich extra Energie geholt hat und genau hingeguckt hat, wer da reinkommt, dass er ködern wird. Hat er aber nicht und das gefällt mir. Das ist gerade wirklich sehr, sehr gut. So, wir snipen jetzt einfach, ne? Wir versuchen es zumindest. Perfekt. Ich weiß nicht, warum er da noch ein paar Mal eingesetzt hat. Hätte jetzt nicht mal sein gemusst, ist aber für mich in Ordnung. Und er gibt auch auf. Okay, vielleicht, weil da ein Spielfehler war, weil er overtappt hat. Aber das habe ich bei Fiaro auch sehr, sehr oft, wenn ich dagegen kämpfe. Ich setze dann ein und es geht einfach nicht. Und ich tippe nicht zu oft, nein. Nein, nein, das ist nicht... Oh, schön. Das nehme ich, das ist nicht so oft passiert, dass ich dann zu viel tippe. Aber häufig will das Ding dann einfach nicht einsetzen. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ist aber auch nicht Thema der ganzen Sache. Wir sind mit diesem Team hier durchgekommen. Sogar positiv gegangen. Ein legendäres Pokémon haben wir jetzt auch bekommen. Und das Ganze ohne ein Elektro-Pokémon zu treffen. Was man auf jeden Fall begrüßen kann, wenn man mit drei Pokémon schwach ist gegen Elektro. Ich hätte hier auch, guck mal, es gibt auch die Möglichkeit, dass man den Ball wirft mit dem Schnellfangtrick und das dreimal Wackeln abwartet. Aber ich gehe einfach raus, weil das, denke ich, im Endeffekt immer noch schneller ist, wenn man das so macht, als wenn man nochmal dreimal Wackeln abwartet und dann nochmal wirft und bla. Also ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Gerne ein Feedback in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder rein und ciao.